des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus sei mit euch. Dieser Gruß der Kirche gilt heute ganz besonders auch dem heiligen Josef, dessen Fest wir feiern, Bräutigam der Gottesmutter Maria. Viel können wir von diesem Heiligen lernen, und er ist ein großer Fürbitter der Kirche. Er ist auch ein Fürbitter in besonderen Anliegen bei jedem Einzelnen, der ihn darum bittet. Wir wenden uns dem Herrn zu und bitten um sein Erbarmen. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich. Erweise, Herr, uns deine Huld. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast Jesus, unseren Heiland, und seine Mutter Maria der treuen Sorge des heiligen Josef anvertraut. Höre auf seine Fürsprache und hilf deiner Kirche, die Geheimnisse der Erlösung treu zu verwalten, bis das Werk des Heiles vollendet ist. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem zweiten Buch Samuel. Das Wort des Herrn erging an Nathan: Geh zu meinem Knecht David und sag zu ihm: So spricht der Herr, wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern legst, werde ich deinen leiblichen Sohn als deinen Nachfolger einsetzen und seinen Königstum Bestand verleihen. Er wird für meinen Namen ein Haus bauen, und ich werde sein Königsthron ewigen Bestand verleihen. Ich werde für ihn Vater sein, und er wird für mich Sohn sein. Dein Haus und dein Königstum werden vor dir auf ewig bestehen bleiben. Dein Thron wird auf ewig Bestand haben. Wort des lebendigen Gottes. Danke. Wir wiederholen immer wieder diesen Vers. Der Herr hat uns befreit, auf ewig besteht sein Bund. Der Herr hat uns befreit, auf ewig besteht sein Bund. Von den Taten deiner Huld, Herr, will ich ewig singen. Bis zum fernsten Geschlecht laut deine Treue verkünden. Denn ich bekenne, deine Huld besteht für immer und ewig. Deine Treue steht fest im Himmel. Der Herr hat uns befreit, auf ewig besteht sein Bund. Ich habe einen Bund.
Bund geschlossen mit meinem Erwählten und David meinem Knecht geschworen. Deinem Haus gebe ich auf ewig Bestand, von Geschlecht zu Geschlecht richte ich deinen Thron auf. Der Herr hat uns befreit, auf ewig besteht sein Bund. Er wird zu mir rufen, mein Vater bist du, mein Gott, der Fels meines Heiles. Auf ewig werde ich ihm meine Huld bewahren, mein Bund mit ihm bleibt allzeit bestehen. Der Herr hat uns befreit, auf ewig besteht sein Bund. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, Abraham und seine Nachkommen erhielten nicht aufgrund des Gesetzes die Verheißung, Erben der Welt zu sein, sondern aufgrund der Glaubensgerechtigkeit. Deshalb gilt aus Glauben, damit auch gilt aus Gnade. Nur so bleibt die Verheißung für die ganze Nachkommenschaft gültig, nicht nur für die, welche aus dem Gesetz, sondern auch für die, welche aus dem Glauben Abrahams leben. Er ist unser aller Vater, wie geschrieben steht: Ich habe dich zum Vater vieler Völker bestimmt, im Angesicht des Gottes, dem er geglaubt hat, des Gottes, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Gegen alle Hoffnung hat er voll Hoffnung geglaubt, dass er der Vater vieler Völker werde, nach dem Wort: So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Selig die deinem Hause wohnen, Herr, dich loben alle Zeit. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Jakob zeugte den Josef, den Mann Marias. Von ihr wurde Jesus geboren, der Christus genannt wird. Mit der Geburt Jesu war es so: Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch ehe sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte zu Josef, Sohn Davids: Fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird
sein Volk von seinen Sünden erlösen. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, die Größe eines Menschen zeigt sich nicht dadurch, dass er vor der Welt groß ist, dass er berühmt ist, dass seine Taten gerühmt werden, dass er überall vorne stehen kann. Nein, die Größe eines Menschen besteht eher darin, im Hintergrund ganz verborgen zu wirken, ohne darauf zu achten, ob man dafür bedankt wird, ob man anerkannt wird. Ganz im Hintergrund hat Josef sein Leben gelebt. Er ist immer hinter Maria, der Mutter des Herrn, gestanden. Hinter ihr und auch hinter ihrem Sohn Jesus Christus. Er war der, der für alles sorgte. Er war der Hausmann sozusagen. Er war der Brotgeber. Und dennoch nicht im Vordergrund. Aber er hat Wichtiges zu tun gehabt. Wie wir jetzt im Evangelium auch gehört haben, er wird beauftragt. Er wird von einem Engel im Traum beauftragt, Josef, und er wird angesprochen als Sohn Davids. Das heißt, er ist aus einem königlichen Geschlecht. David hat etwa 1000 Jahre vorher gelebt. Und noch immer wird bei den Nachkommen das betont, dass sie Nachkommen Davids sind. Und da werden ganz einfach die Generationen übersprungen. Darum ist Josef ein Sohn Davids. Darum wird auch Jesus Sohn Davids genannt werden. Josef im Hintergrund. Wir wissen nicht viel von Josef, nur was am Anfang über ihn gesagt wird, dass er ein gerechter Mann war, dass er zurücktreten konnte, dass er im Hintergrund wirkte und alles schaukelte. Josef war es, der den Auftrag bekommen hat, mit Maria von Nazareth nach Judäa zu gehen, nach Bethlehem, wo er eigentlich zu Hause war. Und damit hat er dazu beigetragen, dass Jesus in Bethlehem, im Haus des Brotes, wie Bethlehem genannt wird, geboren werden kann. Jesus, der Brotgeber, unser Brotgeber. Nicht nur, was das tägliche Brot bedeutet, weil er eben Gott ist, der uns gleichsam füttert,
sondern auch, weil er aus Liebe zu uns vieles auf sich nimmt. Weil er der ist, der immer vorangeht und trotzdem im Hintergrund bleibt. Er ist es, der die Initiative ergreifen muss, der den Auftrag dafür bekommt, von einem Engel von Gott gesandt und trotzdem nicht als der Agitateur erscheint, sondern dauernd im Hintergrund bleibt. Das ist aber die wahre Größe eines Menschen, eines gewöhnlichen Menschen, wenn er zurücktreten kann vor anderen, wenn er im Hintergrund bleiben kann, ohne Dank zu erwarten, ohne im Licht der Öffentlichkeit zu stehen. So ist uns Josef ein großes Vorbild. Und er ist auch ein großer Helfer. Josef war ein Zimmermann. Jesus hat von ihm dieses Handwerk gelernt. Jesus selbst war auch dann ein Zimmermann, wird auch so genannt in der Heiligen Schrift im Neuen Testament. Jesus der Zimmermann, weil sein Vater, sein gesetzlicher Vater, nicht sein biologischer, eben ein Zimmermann war, von dem Jesus selbst dieses Handwerk gelernt hat. Der heilige Josef ist ein Helfer. Immer, wo er gebraucht wird, ist er zur Stelle. Sind wir so voll Vertrauen zu ihm, dass wir ihn anrufen, wenn wir ein Problem haben? Sicherlich in erster Linie vielleicht ein Problem, was den Beruf bedingt, sondern auch in anderen Problemen. Wenn wir zurückgesetzt werden, dass wir dann nicht verhärmt sind, dass wir da nicht uns gedemütigt fühlen, sondern dankbar sind dafür, weil wir ihm, dem heiligen Josef, ähnlich werden dabei. Weil wir ihm zurücktreten und anderen den Vortritt lassen, unsere Größe erst zeigen können. Ihm zurücktreten können, zeigt sich die Größe des heiligen Josef und zeigt sich auch unsere Größe, wenn wir es wie Josef tun. Gelobt sei Jesus Christus. Vertrauen rufen wir zu Christus, dem der heilige Josef ein Leben lang treu gedient hat. Wir beten für alle Getauften. Hilf ihnen, ihr Leben aus dem Glauben zu gestalten und so zu Zeugen deiner Liebe und Güte zu werden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, deren Fürsorge Kinder und Jugendliche anvertraut sind, erfülle sie mit Liebe und Geduld. Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns. Für die jungen Menschen schenke ihnen gute Begleiter, die ihnen wohlwollend zur Seite stehen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für unsere Pfarrei, das Bistum und die ganze Kirche, rufe Männer und Frauen in deinem Dienst und stärke sie durch die Kraft deines Geistes. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die heute ihren Namenstag feiern, segne sie auf die Fürsprache des heiligen Josef. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Sterbenden, begleite sie auf ihren letzten Weg und nimm sie auf in die Gemeinschaft der Heiligen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Mess anlegen. Aumeier Franz für verstorbene stummer Schwiegereltern. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Vater im Himmel, du beschämst die Starken und erhöhst die Niedrigen. Dich preisen wir in Ewigkeit. Amen. Du gabst, du Herr, mir deine Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr, unser Gott, der heilige Josef hat deinem ewigen Sohn, den die Jungfrau Maria geboren hat, in Treue gedient. Lass auch uns Christus dienen und dieses Opfer mit reinem Herzen feiern. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und am Fest des heiligen Josef die Wege deiner Weisheit zu rühmen. Denn ihm, dem Gerechten, hast du die jungfräuliche Gottesmutter anvertraut. Ihn, deinen treuen und klugen Knecht, bestellt zum Haupt der heiligen Familie. An Vaters Statt sollte er deinem eingeborenen Sohn beschützen, der durch die Überschattung des Heiligen Geistes empfangen war, unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte, erbeben die Gewalten. Die Himmel und die himmlischen Kräfte und die seligen Seraphim feiern dich jubelnd im Chore. Mit ihrem Lobgesang lass auch unsere Stimmen sich vereinen und voll Ehrfurcht rufen. Heilig, 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 heilig ist der Herr. Heilig, 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 heilig ist nur er. Er, der heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt, und wir erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam,
mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Manfred und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Jetzt wollen wir beten, wie der Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Wir bitten ihn, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinen Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ja.
Komm, du guter und getreuer Knecht, nimm teil am Festmahl deines Herrn. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du hast uns am Fest des heiligen Josef um deinen Altar versammelt und mit dem Brot des Lebens gestärkt. Schütze deine Familie und erhalte in ihr deine Gaben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Aus dem Volke von Gott aus ersehen, dem Heiland auf Erden zur Seite zu stehen. Kennst Arbeit und Sorge ums tägliche Brot, die Mühsal des Lebens in Armut und Not. Du hast unterm Kreuze auf Jesus geschaut. Er hat dir den Jünger als Sohn anvertraut. Du Mutter der Schmerzen, o mach uns bereit, bei Jesus zu stehen, in Kreuz und in Leid. Du Mutter der Gnaden, o reich uns die Hand auf all unser Wegen durchs irdische Land. Hilf uns, deinen Kindern in Not und Gefahr. Mach allen, die suchen, den Sohn offenbar. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich darf noch allen, die Josef heißen oder Josefa oder in ähnlicher abgewandelter Form den heiligen Josef als Namensgeber haben, denen wünsche ich einen schönen Tag, einen guten Tag im Namen des heiligen Josef. Geht hin in Frieden.